Erfolgreich sein. Jeder will erfolgreich sein. Aber weißt du überhaupt, was erfolgreich sein bedeutet? Wir nehmen mal zwei Extreme als Beispiel, um das vielleicht so ein bisschen dieses Von-bis-Spektrum zu erklären. Und dann kannst du für dich gerne eine eigene Definition entwickeln, die vielleicht irgendwo dazwischen liegt oder auch vielleicht irgendwo in einer dieser Extremen liegt. Einfach da, wo du dich gerade in deiner jeweiligen Lebenssituation selbstverständlich am wohlsten fühlst. So haben wir einmal die stark westlich programmierte Gesellschaft von erfolgreich sein, dieses immer mehr machen, immer mehr tun und irgendwas folgen, was gar nicht unserer Natur entspricht, unserem authentischen Kern entspricht. Das bedeutet, aus diesem Erfolg wird eher ein Er folgt oder ein Sie folgt. Also wir folgen einfach dem, was uns vorgegeben wird und reden uns auf intellektueller Ebene ein, dass wir erfolgreich sind und glücklich sein müssten, merken aber abends im Bett, dass dieses vermeintliche westliche Erfolgreichsein nichts mit dem Glücklichsein in mir tatsächlich zu tun hat. Auf der anderen Seite gibt es das andere Extrem, und zwar erfolgreich sein. Das bedeutet reich sein an dem, was folgt. Du bist reich an dem, was folgt. Du kannst jeden Moment deines Lebens mit Faszination genießen, empfangen, in dich hineinfließen lassen und genießen. Und ich finde, das ist auch eine schöne Definition, denn die ist nicht so von Machen und Tun die ganze Zeit geprägt, sondern du bist reich an dem, was folgt. Ich laufe durch die Natur und ich höre den Vögeln beim Zwitschern zu. Ich schaue die Bäume an und beobachte jeden einzelnen Baum ganz individuell für sich, ohne ihn zu bewerten. Ich schaue meinen Hunden gerade hier beim Spielen zu, während ich über die Wiese spazieren gehe. Und ich bin reich an dem, was folgt. Und wenn ich gleich nach Hause gehe, erwartet mich meine Frau, erwartet mich mein Kind. Und dann darf ich was zu essen zubereiten. Und es hat immer nur was mit meiner Perspektive zu den Happenings zu tun und nicht mit den Happenings selbst, also mit den Dynamiken, die in meinem Leben stattfinden. Wenn ich es schaffe, meine Perspektive zu diesen Dingen zu verändern, weil jeder Moment einzigartig ist, dann bin ich jeden Tag reich an dem, was folgt. Also schau du dir an, wo du gerade bist in diesen zwei Extremen, ob da vielleicht irgendwo dazwischen Raum für dich ist, um dich zu entfalten. Oder ob du dich vielleicht mal zu dem anderen Extrem hingezogen fühlst, um den Gegenpol in Erfahrung zu bringen und dann für dich zu schauen, wo du dich gerne langfristig in deinem Leben einsortieren möchtest. Alles erdenklich Gute, ein wundervolles